Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht's um Event-Emitter. Event-Emitter sind sozusagen der Schritt, den ihr als erstes benutzt, wenn ihr eigene Events definieren wollt. Und das ist sehr, sehr cool, denn ja, wer will keine eigenen Events haben? Okay, was Event-Emitter sind, das machen wir hier einfach mal. Wir löschen dieses Input, das habe ich eh rausgelöscht, brauchen wir auch nicht mehr für diesen Teil des Tutorials. Und importieren hier Event-Emitter. Und wir importieren Output, was wir gleich noch sehen werden, wozu wir das brauchen. So, und ja, mit diesen Dingern können wir jetzt sozusagen einen eigenen Event triggern. Wir müssen natürlich irgendwann mal diesen Event auslösen. In meinem Fall habe ich jetzt hier einfach nur einen normalen My-Click-Händler, der ausgelöst wird, sobald irgendwo drauf geklickt wird. Das kann aber irgendwas sein. Also zum Beispiel kann ich auch hier irgendwelche Sachen berechnen und ein Event auslösen, wenn irgendein Schwellwert erreicht ist oder sowas. Also das geht alles ohne Probleme, alles kein Problem. Also es muss nicht über einen echten Klick ausgelöst werden. Ich kann meine Events komplett selbstständig definieren. Ich habe hier jetzt nur für dieses Beispiel einen ganz normalen Klickhändler benutzt. Also einen ganz normalen, wenn ein Klick ausgelöst wird, dann löst diese Komponente ein Event aus. Und wie das funktioniert, sehen wir gleich. So, ist eigentlich relativ simpel. Wir brauchen hier natürlich irgendeinen Event-Emitter, so heißen die Dinger ja schließlich. Und den definiere ich mir jetzt hier einfach mal hier unten. Add Output, das ist wieder mal wie beim Add Input übrigens auch ein, ja, ein Decorator. Das heißt, ich brauche hier zwei Klammern erstmal. Und dann kann ich hier meinen Emitter schreiben, mein Emitter vielleicht eher. Mein Emitter ist gleich New Event Emitter. So, und das war's auch schon. Jetzt muss ich hier allerdings natürlich auch noch angeben, wann dieser Event ausgelöst wird. Und das ist relativ simpel. Ich kann hier einfach angeben this.meinEmitter.emit. Fertig. Und ja, das ist es auch schon wirklich. Wir haben somit einen eigenen Event-Emitter geschrieben. Das heißt, wir lösen, sobald diese Zeile Code ausgeführt wird, lösen wir ein Event aus in der Komponenten darüber. Das heißt, in der benutzenden Komponenten. Jetzt, was bedeutet das wiederum? Naja, ihr erinnert euch vielleicht noch, wie Events aussehen, also wie Event-Händler funktionieren. Das war zum Beispiel Klammer, Klick, Klammer ist gleich und dann haben wir das Ding hier. Und hier können wir jetzt einfach, also im Endeffekt habe ich nichts gemacht, außer hier zu kopieren. Klick, also auf normalem Klick wird mein Klickhändler ausgeführt. Das ist im Endeffekt das, wie ihr normale Event-Händler die ganze Zeit benutzt habt. Klar, ihr könnt ja natürlich auch noch $Event mitgeben und so weiter. Alles kein Problem. Aber wir wollen jetzt hier nicht MyClickHändler benutzen. Beziehungsweise doch, wir wollen MyClickHändler benutzen. Ich kopiere mir das einfach mal. So. Na, nicht einrücken. Was ist denn das? Okay, und MyClickHändler, Achtung, das ist jetzt der MyClickHändler aus der App.Component, okay? Also nicht aus der Video-Component, sondern aus dem App-Root. Und hier mache ich jetzt einfach mal Window.Alert rein, damit wir auch irgendwas sehen, dass es ausgelöst wurde. Ups, keine Null. Mit Hello World. Okay, so, und jetzt will ich diesen MyClickHändler natürlich nicht auslösen, wenn auf dieses App-Video draufgeklickt wird. Das kann ich machen. Sieht dann folgendermaßen aus. Wenn hier auf dieses App-Video-Dings draufgeklickt wird, kommt Hello World. Das ist einfach ein ganz normaler Klickhändler gewesen, aber wir haben ja gerade eben unseren eigenen Event-Emitter definiert. Und zwar passiert dieser Event-Emitter halt irgendwann mal in unserem Code. Das ist egal, wann das passiert. Und dann möchte ich diesen Event hier auslösen mit diesem Händler hinten dran. Das heißt, ich kann hier auch einfach sagen, mein Emitter. Ach, komm schon. Diese Autovervollständigung ist manchmal nicht die geilste. Mein Emitter, das ist eben genau dieser Emitter hier, den ich hier definieren kann. Und zwar über Add Output wird der sozusagen anderen zur Verfügung gestellt, die das Ding hier verwenden wollen, also die diese Video-Component verwenden wollen. Mein Emitter ist gleich MyClickHändler und dann kann ich hier sagen, soll das Ganze an MyClickHändler übergeben werden. Das heißt, was jetzt passiert ist im Endeffekt, wenn ich hier draufklicke, dann wird Hello World ausgegeben. Da hat sich nicht viel geändert, weil wir natürlich hier diesen Event auf Klick auslösen. Aber ich kann, wie gesagt, diesen Event-Emitter irgendwann machen. Also völlig egal wann. Ich kann hier einfach hergehen und zum Beispiel sagen,
Keine Ahnung, wenn die Komponente initialisiert wird, das ist das ng-on-init, dazu kommen wir noch irgendwann anders, while length kleiner als 20 length plus plus. Zum Beispiel. Wäre jetzt vielleicht nicht die sinnvollste Variante, wenn ich jetzt hier neu lade, klar, passiert erstmal nichts, weil ich natürlich auch noch kein Event-Emitter gemacht habe. Das heißt, ich muss hier unten drunter einfach noch den Event-Emitter eben mitten lassen. Einmal einrücken, zweimal einrücken, bitte. So, und wenn ich das jetzt hier mache, wo ist die Seite? Dann einfach neu laden, dann sehen wir hier Hello World. Wird, sobald diese Komponente hier initialisiert wird und dieses Length auf 20 ist, wobei das Length natürlich auch irgendwas anderes sein kann, dann wird das Ding hier emitted. Das ist natürlich auch nicht unbedingt die beste Lösung für den Emitter, aber ihr seht auf jeden Fall, was hier gemeint ist mit dem Emitter. Der kann feuern, wann ihr das wollt. Der muss nicht hier über einen Klickhändler oder sowas kommen. Also der kann wirklich gefeuert werden, wann ihr das eben in eurem Code braucht. Das beste Beispiel, was ich jetzt gerade habe, weil ich mich damit auch viel beschäftige, wäre zum Beispiel ein neuronales Netz, was im Hintergrund einfach eine halbe Ewigkeit trainiert und dann wird der Schwellwert vom Fehler einfach irgendwann sehr, sehr gering und plötzlich kommt der Emitter und sagt, neuronales Netz hat fertig trainiert und dann hört es auf zu trainieren. Also sowas, das wäre natürlich jetzt eine sehr fancy Variante, aber das war jetzt gerade so mein Gedanke als erstes, als ich diesen Emitter hier gesehen habe oder gemacht habe, besser gesagt. Okay, und dann bleibt es natürlich euch überlassen, wie ihr das Ganze wieder einsetzt. Ich hoffe, ihr habt coolere Ideen als ich gerade. Und ja, wir hören uns dann schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.